Vielen Dank. Die Wirtschaftskrise kommt zurück. Hohe Inflation und niedriges Wachstum ist ein gefährlicher Cocktail. Der Weg zur Rezession ist nicht weit. Es ist wichtig, unsere europäische Wirtschaft zusammenzuhalten. Wir müssen Beschäftigung weiter ankurbeln, Unternehmen unterstützen und in die Energieunabhängigkeit investieren. Nach wie vor ist die Arbeitslosigkeit in weiten Teilen Europas sehr hoch. Und wenn sich die Eurozone weiter spaltet, leidet ganz Europa. Eine zu strikte Geld- und Fiskalpolitik würde uns ökonomisch schaden. Und an die Adresse der Fiskalkonservativen in diesem Haus sei gesagt, wir müssen Staaten handlungsfähig halten und deshalb den Stabilitäts- und Wachstumspakt für 2023 noch einmal aussetzen. Wir brauchen gemeinsame europäische Investitionen, ja, auch über einen neuen Fonds und eine gerechte Verteilung der Krisenkosten. Und wir brauchen eine europäische Zentralbank, die umsichtig handelt und ökonomische Entwicklung jetzt nicht durch die Anhebung des Leitzins abwirkt. Vielen Dank.